Es bleibt in der Schwebe, tatsächlich. Boah, ist aber schön gemacht. Guck mal, Benni, das haben die aber schön gemacht. Ja, super. Die haben sich die Leute echt Gedanken gemacht. Wunderbar. Es bleibt in der Schwebe. Es geht nicht um Al Capone und nicht um Al Bundy. Es geht um was ganz Komisches, nämlich ums Albedo. Also um das Rückstrahl. Ja, ich fange ganz von vorne an, nämlich mit einer riesen Lücke. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch war, naja, das Klima, das wird sich so ein bisschen verändern. Das wird ein bisschen wärmer werden, aber langsam und ohne Sprünge. Das Resultat ist, an manchen Stellen auf der Welt hat sich das Klima sprunghaft geändert. Es ist schlagartig warm geworden, könnte man fast sagen. Also schlagartig im Sinne von, angesichts der Zeiten, die dieser Planet schon existiert, ist das schlagartig. Also vor allen Dingen bei der Arktis. Es ist so viel wärmer geworden bei der Arktis, als man ursprünglich gedacht hatte, dass man sich natürlich fragen muss, was ist hier falsch gelaufen, dass die Vorhersagen so daneben gelegen haben? Und da gibt es den sogenannten, also es gibt den Begriff, ich gucke mal schon mal so dahin, weil das Ding hat sich ja jetzt wieder eingeregelt. Ist wirklich ein tolles Modell dafür. Den Begriff des Tipping Points. Der Tipping Point, das ist quasi der Punkt, wo dieses Ding hier anfängt, nicht nur so ein bisschen zu schwingen, sondern richtig zu schwingen, also richtig mit Schmackes, völlig außer Rand und Band gerät. Möglicherweise, vielleicht wäre noch ein besseres Beispiel, wenn der jetzt anfangen würde, sich hier zu überschlagen und irgendwie aus dem Studio rausflöge. Dann wäre nämlich was fundamental Neues passiert. Tipping Points sind die Punkte, wo man weiß, wenn du die überschreitest, dann gibt's kein Zurück mehr. The point of no return. Dann ist Feierabend. Was danach passiert, das wissen die Götter, und wenn die es nicht wissen, weiß es niemand. Das sind die Tipping Points. Beim Klimawandel, also bei der Veränderung des Klimas, wobei ich sagen muss, das Klima, dabei handelt es sich um das Wetter, eigentlich um das statistisch analysierte Wetter der letzten 30 Jahre. Beim Klimawandel spielen diese Tipping Points eine überragende Rolle. Die Frage ist nämlich, wie weit kann die Erwärmung des Planeten gehen, bevor so ein Point of no return erreicht ist. Also wo es garantiert nicht mehr möglich ist, auch durch entsprechende Maßnahmen wieder zu einem Zustand zurückzukommen, wo das Klima sich einigermaßen wieder beruhigt hat. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir hier zum Beispiel in Europa davon ausgehen können, ja, ist doch schön Klimawandel, ist doch prima. Da kriegen wir hier in Deutschland zum Beispiel so italienisches Wetter, wäre doch schön, brauchen wir nicht mehr in Urlaub zu fahren da unten hin. Hm? Also wird es aber nicht werden. Denn diese Art von Klimawandel, die da offenbar uns bevorsteht und in der wir eigentlich schon mittendrin sind, ist vor allen Dingen geprägt durch Extremwetterereignisse. Ich musste eben einmal durchschnaufen. Extremwetterereignisse, also Ereignisse, die extrem sind. Unglaubliche Mengen an Regen, die fallen, unglaubliche Dürren und so weiter. Und diese Tipping Points, die handeln nun genau davon, was, also diese Points of No Return, was passiert, wenn ich da drüber gehe mit einigen Parametern, also mit einigen Begriffen, mit einigen physikalischen Begriffen, die für das Klima eine riesengroße Rolle spielen. Mit anderen Worten, wenn ich oberhalb einer bestimmten Temperatur bin, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr, dann wird sich das Ding sogar noch weiter aufheizen. Wie kommt das? Und darum geht es, und zwar vor allen Dingen bei dem Begriff des Albedos. Also nicht Al Bundy, ich habe schon mal gesagt, sondern Albedos des Rückstrahlvermögens. Gucken Sie mal hier im Studio. Einmal hier, bitte einmal Rundlauf, hier einmal im Studio, ein weißes Studio, alles weiß, bis auf das, was nicht weiß ist, und das Weiße, das strahlt natürlich zurück. Das heißt, das hat ein Rückstrahlvermögen und das ist das Albedo. Schwarz, da ist das Rückstrahlvermögen offenbar nicht so groß. Also in diesem Studio sehen Sie schon fast die beiden Extremwerte für maximales und minimales Albedo. Die Erde hat so ein Albedo von 0,3, wie immer. Nicht zu viel und doch zu wenig, wunderbar, wie eigentlich immer dieser Planet. Das heißt, 30% des, also mittleres Albedo, 30% des Sonnenlichtes, das auf die Erdoberfläche trifft, wird wieder zurückgestrahlt. Und dann wird natürlich klar, wenn sich die Oberflächenbeschaffenheit unseres Planeten irgendwie verändert, dann ändert sich natürlich auch das Rückstrahlverhalten dieser Oberfläche. Denken wir zum Beispiel ausdrücklich an die Arktis. Stellen wir uns also die Frage, wann wird es möglich sein, mit dem Kanu da oben rum zu paddeln, also quasi bis zum Nordpol zu paddeln. Wir machen eine Familienreise, wann wird es soweit sein? Also wann wird es sogar im Sommer
es gar kein Eis mehr da oben geben. Könnte das sein? Nun, in den letzten Jahren ist ja beobachtet worden, dass das Eis, dass die Fläche, die dort oben von Eis bedeckt wird, die schrumpft und schrumpft und schrumpft und schrumpft. Eis ist weiß. Also weißer als Nicht-Eis. Deutlich weißer. Weiße Oberflächen strahlen viel zurück. Wenn es jetzt also dazu kommt, dass eine weiße Oberfläche immer kleiner und kleiner wird, weil es schon wärmer geworden ist, und bei Eis ist es ja so, das fängt ja dann an und wird einfach nur Wasser. Das war ja vorher schon Wasser, aber jetzt flüssig. Wenn also die weiße Oberfläche immer mehr und mehr schrumpft, dann verändert sich das Rückstrahlverhalten. Das heißt, das Rückstrahlvermögen der Oberfläche wird schlechter. Das heißt, die Wärme, die ja immer kommt, die Sonne weiß ja nicht, dass sie immer, ne? Könnte ja auch mal ein bisschen weniger strahlen. Das hat sie, macht sie aber nicht, sondern sie bleibt immer gleiche Leuchtkraft, immer schwankt so ein ganz kleines bisschen, aber ansonsten immer brumm drauf. Diese Energie wird nun durch die Verringerung des rückstrahlenden Teils der Oberfläche, wird diese Energie zusätzlich gespeichert. Also mit anderen Worten, dadurch, dass so viel Eis schmilzt, wird natürlich im Sommer zum Beispiel viel mehr Fläche erwärmt. Die Fläche am Nordpol ist meistens Wasser. Wasser hat nun eine Eigenschaft, die ist toll und dann auch wieder Mist. Sie hat eine hohe spezifische Wärmekapazität. Wenn Wasser mal warm ist, dann ist es aber auch warm. Das merkt man vor allen Dingen im Herbst und fast zu dem beginnenden Winter, wenn man dann in ein östliches Mittelmeer fährt, das ist immer noch warm, das Wasser. Wenn das dann mal kalt ist, dann ist es auch kalt. Aber wenn es dann mal warm ist, dann ist es warm. Das heißt, nächstes Jahr wird es dann weniger Eis geben dort oben, weil das warme Wasser eben länger gebraucht hat, bis es endlich gefror. Auf diese Art und Weise hat man eine Instabilität, eine Albedo-Rückkopplung, eine, ja, wie soll man, entweder positiv oder negativ, wie man es nennen will. Denn dadurch, dass es wärmer wird, kommt mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Dadurch, dass mehr Wasserdampf in die Atmosphäre kommt, wird der sogenannte Treibhauseffekt, nämlich die Absorption von Infrarotstrahlung in der Atmosphäre, wird immer intensiver. Dadurch schmilzt immer mehr Eis und dadurch hat man weniger Reflexionsfläche, also die Fläche reflektiert schlecht und so weiter und so weiter. Also es ist schlecht. Das ist ein typischer Tipping Point, ein typischer Point of No Return. Wann wird es soweit sein, dass tatsächlich da oben praktisch überhaupt kein Eis mehr sich bilden kann, weil das Wasser viel zu warm ist, weil der ganze Planet viel zu warm geworden ist. Also wie gesagt, wenn Wasser mal richtig warm ist, dann gibt es hier kein Halten mehr. Sowas gibt es ja auch noch beim Permafrost. Also wenn es also mal anfängt richtig aufzutauen, dann kommt also noch Methan in die Atmosphäre. Permafrost ist ja Sumpfgas. Also wird der Sumpfgas frei. Das stinkt wie die Pest. Das kommt dann in die Atmosphäre, das ist ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid oder Wasserdampf. Das heißt, das befeuert sich dann auch nochmal und so weiter und so weiter. Jetzt kann man sich natürlich mal angucken, wie war denn das in der Erdgeschichte? Wird hier immer gerne darauf hingewiesen, wie war denn das in der Erdgeschichte mit der Fieberkurve, also mit der Temperatur? Wie war denn das am Anfang? Ich meine, am Anfang, also jetzt nicht wieder am Urknall, nee. Also der Urknall war ja vor 13,7 Milliarden Jahren. Die Erde ist entstanden vor 4,56 Milliarden Jahren. Liegt also offenbar eine Differenz von einigen Milliarden Jahren dazwischen. Wie war denn das am Anfang so? War denn die Sonne da auch schon so hell wie heute? Nein, war sie nicht. Ich musste jetzt schnell antworten, ne? Diese Sendung hatte nicht so viel Zeit. War sie nicht, sie war schwächer. Und in der Tat ist das hochinteressante Phänomen, wie konnte es sein, dass unser Planet am Anfang nicht global vereiste? Naja, also global vergletscherte. Denn die Sonne war am Anfang so schwach, dass eigentlich die Erde in dem Abstand von 150 Millionen Kilometer hätte die eigentlich total vereist sein müssen. Das nennt man Weak Sun Paradoxon. Das Paradoxon von der schwachen Sonne. Also wie konnte das sein? Denn wenn die Sonne, also wenn die Erde am Anfang komplett vergletschert, nicht die Sonne natürlich nicht, sondern die Erde, wenn die Erde also am Anfang total vergletschert gewesen wäre, dann hätte sie aufgrund der großen Rückstrahlkraft von weißen Oberflächen natürlich eine Riesenmenge der Sonnenenergie ins Universum zurückgestrahlt. Wegen des Albedos, genau. Und dann wäre das Ding niemals aufgetaut. Das heißt, es muss bei der frühen Erde einen gewaltigen Treibhauseffekt gegeben haben, der genau das, ich werde verrückt, oh, das ist jetzt ein Tipping Point gewesen, klasse. Es muss einen gewaltigen Treibhauseffekt gegeben haben, der die Erde am Anfang vor dieser Katastrophe bewahrt hat. Übrigens, wir haben hier auch einen Tipping Point gehabt, nämlich die Spannung dieses Fadens hier, die ist irgendwann mal so stark gewesen, dass es den Faden zerrissen hat. Das war ein echter Tipping Point. Und übrigens, das war nicht inszeniert, das war nicht gewollt. Wir sind alle sehr erschreckt.
um nicht zu sagen erschrocken. Ja. Also zurück zu unserem, ja, so könnte es nämlich auch passieren mit unserem Klima. Ja, das hängt eine ganze Weile, schwingt ein bisschen und irgendwann macht zack. Und das hat man nämlich in der Erdgeschichte auch schon beobachtet. Man kann nämlich herausfinden, wie das Klima so gewesen ist früher. Da gibt es einige Indikatoren, die sagen einem, wie warm es gewesen ist und wie schnell diese Sprünge sich dann vollzogen haben. Und in der Tat gab es solche Phasen, wo das Klima innerhalb kürzester Zeit sich verändert hat, immer und immer wieder. Tatsächlich. Also wo wirklich dann das Ding gerissen ist. Also fast könnte man sagen, dem Klima ist dann die Geduld gerissen. Der Geduldsfaden ist gerissen. Ja? Und so könnte das auch, also am Anfang gewesen sein, total verkletscherte Erde, ist nicht passiert. Wir haben einen starken Treibhauseffekt gehabt, viel Kohlendioxid in der Atmosphäre, viel Methan. So ist das verhindert worden, dass die Erde einfriert. Später mal, also einige Milliarden Jahre später, gab es allerdings eine Phase, in der ist ganz offensichtlich ein großer Teil der Erde vereist. Man spricht vom sogenannten Schneeball-Erde-Szenario. Da gibt es also viele Hinweise in der Erdgeschichte, dass das der Fall gewesen ist. Und warum? Dieses Schneeball-Szenario geht einher, mit einem dramatischen Absturz des Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre. Da ist offenbar jede Menge Kohlendioxid auch im Gestein eingebaut worden. Der Treibhauseffekt ist zusammengebrochen und die Erde vergletscherte und vergletscherte und vergletscherte. Dramatisch, überall, auf allen Kontinenten findet man Hinweise. Und warum hat das wieder aufgehört? Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, also wegen der Änderung des Albedos, teilweise. Wegen dem Vulkanismus, der dadurch zustande kam, dass tektonische Platten zusammenstießen, ne, die berühmten Kontinentalplatten zusammenstießen. Es kam also zu dem Auftauchen von Vulkanismus. Da taucht dann eben nicht nur Kohlendioxid in der Atmosphäre auf, sondern auch Ruß und Staubteilchen. Und diese Staubteilchen, die machen dann natürlich die Oberfläche wieder dunkler. Das Albedo verändert sich entsprechend, es wird weniger abgestrahlt, es wird mehr Energie deponiert. Das fand ich ja toll, dass dieses Ding gerissen ist während der Sendung. Das ist ja grandios. Also, es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass bei der Entwicklung des Klimas auf einem Planeten es tatsächlich so lange geht, wie soll man sagen, es gibt diesen wunderbaren Satz, Kind ist nicht in den Brunnen gefallen, aber man geht, ja, man bringt so lange was zum Brunnen, bis es bricht, ja, bis es dann hineingebrochen ist. Also, oder besser gesagt, bis die Amphore, bei Asterix, bis die Amphore zum Überlaufen kommt. Manchmal reichen diese kritischen Situationen bis zum gewissen Punkt und dann reicht ein einziges Ereignis aus, um das Ganze und den ganzen Verlauf komplett auf den Kopf zu stellen. Komplett. In diesem Fall hat uns der Stuhl vorgemacht, wie das funktioniert. Das Albedo, die Albedo-Veränderungen auf unserem Planeten haben nicht nur was damit zu tun, dass es immer wärmer und wärmer wird und sich dadurch zum Beispiel das Eis verändert, also die Eisflächen verändern und man tatsächlich vielleicht eines Tages quasi mit dem Kanu zum Nordpol fahren kann, sondern auch was damit zu tun, dass wir Oberflächen verschließen. Durch unsere Bautätigkeit, durch die Verwendung von allen möglichen Oberflächenmaterialien, die eben tatsächlich nicht in der Lage sind, Sonnenlicht so zu reflektieren, wie man es müsste. Die zukünftigen Städte, die müssen das berücksichtigen, dass man es am liebsten hätte, wenn ein großer Teil des Sonnenlichts tatsächlich wieder ins Weltall abgestrahlt wird, zurückreflektiert wird, damit es nicht hier unten auf der Erde bleibt. Das könnte eine Maßnahme sein, sich in Zukunft zum Beispiel mal zu überlegen, wie wollen wir leben, welche Helligkeit brauchen wir um uns herum, damit sich unser Planet nicht weiter so aufheizt wie bis jetzt. Und das Albedo ist einer dieser kleinen, kleinen Parameter, an denen wir ein bisschen drehen können. Machen müssen wir es auf jeden Fall. Und ein bisschen mehr Helligkeit um uns herum, das tut uns auch mal ganz gut. Ne? Also nicht schwarz sehen, sondern hell sehen.